Okay. Besondere Stücke, sei gegrüßt. Ich bin ein Schmiedekonstrukt. Schmiedest du denn? Ich werde Minero ersch... Was? Die Werte Minero erschuf mich zur Nutzung der verborgenen Kraft. Mein Mikrofon ist im Weg, ich kann es nicht lesen. Beherrschst du die besondere Kunst Nanium zu schmieden und so Waffen zur Ausrüstung zu schaffen? Moment. Aha. Okay. Kann der Waffen schmieden? Ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens. Gewöhnlich würde ich meine Künste für jemand anderen einsetzen als die Werte Minero. Doch du bist ein besonderer Fall. Wenn du mir die passende Menge des Nanium erreichst, gebe ich dir Waffen oder Ausrüstung. Oh. Oh. Interessant. Oh. Den Anweisungen der Werte Minero erkunde ich den Untergrund auf der Suche nach Mineralien, Materialien. Als der Lakai des Dämonenkönigs den Geistertempel besetzt hielt, musste ich mich allerdings einstweilen verstecken. Dank deiner Hilfe kann ich jetzt aber wieder meinen Aufgaben nachgehen, dafür stehe ich tief in deiner Schuld. Bitte akzeptiere nun den Fund aus dem Untergrund als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh nice, ein antiker Dolch. Wie ich dich bereits informierte, sammle ich im Auftrag der Werte Minero Materialien. Darum bitte dich, mir ein Sonanium auszuhändigen. Mit 50 Stück Sonanium erhältst du nicht mehr und nicht weniger als einen antiken Dolch. Brauche ich nicht, danke. Müssen wir den nochmal machen? Moment, ich probier's mal. Ich geb's ihm mal, ja? Vielleicht erhalte ich danach was anderes. Und jetzt? Jetzt ist geschafft. Nee, danke. Nochmal brauchen wir das nicht. Was drüben, ja. Also die Sonanium-Waffen sind jetzt nicht der Burner, ja. Was ist denn hier? Da zum Beispiel. Da war doch so eine Rüstung drin. Und da oben auch. Doch das sicher hoch. Geht doch. Okay, was haben wir denn hier? Eine kleine Seele. Okay. Vielleicht sollte ich mir einen Bogen von ihm holen. Ja? Dann brauche ich nicht die ganze Zeit meinen guten Bogen verwenden. Das werde ich, glaube ich, auch machen. Wir holen uns die große Seele. Da gibt es mehrere solche Formen. Wir holen uns von dem den Bogen und dann schauen wir weiter. Kostet jetzt zwar viel, aber
möchte ich mit den Dreischussbögen da umherlaufen. Ja. Komm, gib 60. Lecco mio. Nee, alles gut. Einfach. Irgendwann haben wir es jetzt ändern können. Nur nicht mit diesen Dreischussbogen schießen. Wir brauchen den für später, ja? Wir kommen da halt nicht dran vorbei. So, jetzt gehen wir da raus und dann kriegen wir noch den Call. Der Eingang war gerade ein bisschen zu. Lauft jetzt immer mit? Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Mineros Geist zu Hilfe rufen. Okay, ja, soweit alles cool, aber ich würde gern... Ich würde gerne noch eine Stufe hoch. Oh, da geht dann nichts. Nee, da geht nichts hoch. So. Oh, da unten haben wir Mineralien. Irgendwo da hinten. Ich habe das Gefühl... Es wird ein bisschen spannend, wie wir da hochkommen. Weil hier der Tempel aussieht, als würde er das zulassen. Hallo? Ja, hoch. Wie weit kommen wir? Genau das. So. Ah, da vorne. Ich glaube, genau hierum muss es gehen.
Wow, da ist sogar eine Waffe. Nicht alles so unglaublich finster wäre, es ist so crazy manchmal. Was haben wir hier denn? Eine Soldatenlanze. Wir sparen uns die Raketen noch auf, die wir haben. Da kann man ohne weiteres so hochklettern. Aber... Einmal hier hoch. Okay. Der einzige Weg geht da drüben weiter. Wo ist denn der? Komm, einer noch. Was das Ding ist? Schon gedacht, dass es hier irgendwie weitergeht. So. Oder noch Sonanium fallen lassen. Hier auch kein... keine Höhle oder so runter. Ah, das Problem könnte sein, dass man von hier rüber muss. Das wäre richtig doof. Oh nice, Fluggerät bauen. Hallo? Nice. Und dann haben wir noch zwei Batterien drauf. Let's go.
Müssen eh nur so ungefähr sitzen. Ach, die hintere müssen ein bisschen anders sein. So fängt man Geräte ab. Ich habe mich das noch gesehen. Den drehen wir nochmal. Könnte ich nur ganz rundherum fliegen oder da rechts rum. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da vorne, wir nehmen mal den da vorne mit. Da müssen noch mehr sein. Also müssen definitiv irgendwo noch mehr sein. Da kommt ein Felsen. Oh fuck, ist das Lava? Dann sollte ich vielleicht versuchen, runterzugehen, bevor wir in der Lava sind. Wie hier. Oh Gott. Wir parken das ganz entspannt. Zack, hier ganz entspannt. Okay. Immer wieder Lavafälle. Oh, Brandgefahr. Haben wir irgendwas gegen... Okay, der neigt zu brennen. Hilft uns nichts, der Hitzeschutz. Dann nehmen wir den Moment. Es sieht da viel Nanium. Da ist sehr viel Sonanium.
Oh, da haben wir eine Arena. Die Arena ist auf der anderen Seite. Also wenn das ein Fels ist, dann kann man da nicht hin. Aber wir können jetzt da runterfliegen. Runter zu den Blauen und dann unten die runter. Und das Sonarium können wir mitnehmen. Ja, großes Sonarium. Ja gut, der ist weg. So. Ich frag mich, wo hier die Lavaquelle herkommt. Unten haben wir eine Baustation. Was für uns interessant ist, dass wir uns hier auf diesem Niveau halten aktuell. Aufladen und dann fliegen wir wieder weiter. Ach, irgendwo in die Richtung muss er sein. Okay, wir fliegen an der Felswand entlang. Wir versuchen mal den Weg. Moment, vielleicht müssen wir hier rum. Oh, no, no, no. Ah, ich kann da hoch, ich kann da hoch. Ja, da geht's hoch. Das ist so groß. Es würde mich wundern, wenn da kein Boss ist. Dass der mitlauft, das verwirrt mich sowieso. I mean like, okay. Oh, 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 oh. Oh shit. Okay. Holy shit. Ich meine das halt richtig ernst. Oh, den Bogen nehmen wir auch mit.
Königsschwert. Ich gehe inzwischen zu Nani und Farmen. Ah, da kommt er wieder. Jetzt aber. Nur aus Neugier. Verbinden. Nice. Jetzt wird der aber hoffentlich das immer behalten. Also, bis es halt zerbricht, aber... So lang wäre das schon cool. Frag mich halt echt nur. Wo dieser Weg ist. Habe ich dann auch ein Licht? Ich gebe jetzt denen das fucking Licht drauf und eine große Batterie auf dem Boden und... Ja. Wenn wir hier rumkommen. Da hinten ist er. Oh, nice. Und scheinbar gibt es da auch irgendeinen Weg. Aber... Kein Plan. Ich glaube, das Licht kann ich ehrlich gesagt wieder abbauen. Wobei. Weiß nicht, ob es hilfreich ist oder nur okay hilfreich, ja? Also kennt ihr dieses okay hilfreich? Wenigstens gefunden. Ja, sicher sind wir da nicht durchgekommen, weil wir dann im Kreis fliegen können. Aber gut. So. Das Licht kommt ab. Ich bin nicht zufrieden damit. Das frisst nur Batterieleistung. Haben wir hier irgendwas Nützliches? Oh ja. Ich kann auch wieder Batterien mitnehmen. Die haben wir vorne rauf. So, den kann man jetzt löschen. Den kann man ändern. Rot, blau. Rot, blau, grün, das ist mal die nächste Route.